Ich begrüße Sie ganz herzlich mit drei weiteren Berichten aus der Bioregion Eisenstraße. Beginnen wir mit etwas ganz Speziellem. Mögen Sie Schofkas? Ich persönlich liebe ihn mit ein bisschen Schnittlauch drauf oder Kresse, einer Prise Salz und Pfeffer. Vom Biobauernhof Ort in Göstling schmeckt er ganz besonders gut. Dort wird natürlich nicht nur der traditionelle Schofkas hergestellt, aber sehen Sie selbst. Ja, grüß euch am Biobauernhof Ort. Wir produzieren da mit unserem 56 Milchschof Mostviertler Schofkas in unserer hofeigenen Käserei. Und den kann man bei uns in Hoflaum kaufen. Unsere Produkte sind traditionell, aber wir sind nicht für gestern. Das sieht man einerseits an der Arbeitsweise mit unserer top ausgestatteten Käserei, aber auch an der modernen Architektur und am Erscheinungsbild, zum Beispiel mit unserem neuen Logo. Wir verarbeiten 20.000 Liter Schofmilch vom März bis Oktober zum Mostviertler Schofkas, zu den Schofkaskugeln, zu unserem Schofjoghurt Natur und zum männlichen Dollar Salokas. Wir benötigen eine Vielfalt an Räumen. Einerseits zum Produzieren, für den Kundenkontakt, aber auch für erholungssuchende Menschen, die zu uns kommen. Und für das war uns ganz wichtig, eine regionale Bauweise zeitgemäß zu interpretieren. Wir vermieten zwei Ferienwohnungen, und zwar die rote und die grüne. Die sind ausgestattet mit Vollholzmöbeln und mit einer großen Sonnenterrasse. Unsere Ferienwohnungen sind Ausgangsbasis für Unternehmungen in die Göstlinger Alpen, und zwar zum Skifahren aufs Hochkar, dann Langlaufen auf Hochreit ins Mendlingtal, dann haben wir das Solebad nicht weit weg, den Ibstalradweg, und für mehr Informationen schaut einfach noch auf unserer Homepage www.biobauernhof.com. Bio heißt für uns Zeit haben für naturnahe und nachhaltige Produkte, Zeit haben für regionalen Vertrieb und natürlich Zeit für unsere Kunden. Von den Schafen kommen wir jetzt zu den Hochlandrindern aus St. Anton an der Jesnitz. Denen geht es sehr gut auf der Alm vom Hochbirneck. Aber schauen wir einfach mal rein, was uns Johann Fenzel vom Biobetrieb Jesnitzhof sonst noch alles über sie erzählen kann. Das Besondere für die Hochlandrinder ist, dass sie sehr langsam wachsen, sind sehr naturhart, also das heißt, sie sind witterungsbeständig, die kannst du im Winter draußen haben, also umso mehr das draußen sind, umso wohler fühlen sie sich. Und im weitesten ist natürlich die Fleischqualität, die ist im Vordergrund, und das hat uns auch inspiriert, dass wir die Hochlandrinder einstellen. Also die Hochlandrinder, das war eigentlich ein seinerzeitiger Fernsehbeitrag in ORF, also wenn die Sendung nur wer kennt, und da haben wir da die Tiere einfach mal gesehen und haben gesagt, hörst, ja, das schauen wir uns mal näher an. Und es hat keine drei Monate gedauert, waren wir dann in Deutschland draußen und haben sie die ersten Tiere gekauft. Unser Spezialprodukt ist das geräucherte Rindfleisch, wird ähnlich produziert wie Speck, nur halt vom Rind. Und das verkauft man unter Rohschinken und ist komplett mager und ganz ein tolles Produkt. Und wird, obwohl es unser teuerstes Produkt ist, wird es gern gekauft. Zum Unterschied der konventionellen Landwirtschaft ist bei den Biobauern so, dass die Tiere Freilauf haben müssen. Und natürlich, wenn man so eine schöne Alm hat wie da am Hochbeneck, wo sie über den Sommer herum weiden, also was Besseres kann es nicht geben, wo die Tiere Kräuter fressen.
frische Luft haben, also da geht es ihnen gut und das schlägt sich natürlich auch im Endprodukt nieder. Das wird immer mehr gefragt bei den Leuten. Also ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. Also ich finde, wenn ich weiß, wo es herkommt, dann schmeckt es gleich noch viel besser. Kommen wir jetzt zu etwas ganz Traditionellem, den Most. Im Biohof Hecherl wird genau diese Tradition mit den heutigen Trends verbunden. Wir wollten uns natürlich selbst ein Bild über die Produktion machen und haben Mostbaron Augustin Frühwald in seinem Hofladen besucht. Große Leidenschaft ist die ganze Obstproduktion. Aber wir haben natürlich auch aus der Geschichte her sehr viele andere landwirtschaftliche Tätigkeiten. Wir haben zum Beispiel die Mutterkuhhaltung, die was wir seit 1994 betreiben, zuerst war es Milchviehhaltung. Für diese Grundausstattung der Tiere brauchen wir eine ganze Gruppe für andere Sachen. Wir brauchen das Grünland, das haben wir in Ausmaß von 35 Hektar. Und bei diesen Tieren, die wir dann in der Mutterkuhhaltung halten, ist eine ganz spezielle Sache. Wir haben da die Enzeller Bergschecken, das ist wirklich eine bedrohte Tierrasse. Wir haben dort mittlerweile, sind wir reinrassig, wir haben über 60 Enzeller Bergschecken im Betrieb, sind mit einer der größten Bergschecken-Zuchtbetriebe, wo es auch ein großes Standbein ist. Wir sind im Mostbaron-Betrieb, wie man schon lange in meinem Aufzug sieht. Und wir sind aber da an der Eisenstraße, also wir sind auch Schmiedmostbauer und miteinander da einiges zu bewegen und die ganze Mostszene einfach wieder nach vorne zu bringen und auch mit innovativen Produkten. Die Herstellung von Most ist eigentlich von der ganzen Geschichte nur sehr traditionell. Wir sammeln die einfach in ganz normalen Weidenkörben, Kübeln, wie auch immer, werden dann in Großboxen eben Richtung Presse transportiert, werden dort dann gereinigt, das ist immer eine ganz wichtige Sache, werden dann nur einmal selektioniert und aussortiert. Dann geht es eh schon über die Maschinenpumpe zur Presse, zur Fruchtpresse, also möglichst schnell und auch kühl zu verarbeiten. Dort in der großen Fruchtpresse wird es dann möglichst schonend und gut ausgepresst. Ja, der Fruchtsaft kommt dann in den Schönungstank, dort wird er abgesetzt, eben um diese letzten großen Fruchtanteile wegzubringen. Und der klare Saft wird dann weiterverarbeitet und in den Gärkeller oder eben auch in die Pasteurisation, um Fruchtsaft zu erzeugen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und das wird dann produziert. Ja. Der Verkaufsraum ist eingerichtet worden im 2011 in der Form, wie es ihn jetzt gibt. Wir bieten da eben alles, was halt unser Hof herstellt, an, was halt ein Haltbarsortiment ist. Most, Saft, Edelbrand, von Bienenschokolade, Essig, Dörrobst, Geschenkideen, Geschenkskörbe, es werden dort auch verschiedene andere Variationen, es gibt einiges dazu und eben für einen selber einen guten Most einzukaufen. Wir haben einiges, was wir ausliefern, wir haben das Erlauftaler Naturgutstüberl, wo meine Mutter verkauft und einige Geschäfte in der Region. Das war's für diese Woche. Nächstes Mal geht's dann um Kräuter und ihre Inhaltsstoffe und einmal mehr um die Imkerei und das süßeste Gold aus dem Mostviertel. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, pfiat euch.